Wir hatten ja 1955, besaß man, möchte ich mal so sagen, als Flüchtling in Göttingen schlicht kein Telefon. Also, aber trotzdem klappte es ja. Es gab ja auch noch Telegramme. In irgendeiner Weise erfuhren wir, dass der Bruder einer guten Freundin meiner Mutter aus Berliner Zeiten, und wenn ich sage Berliner Zeiten, sind das immer Vorkriegszeiten, kommen würde. Auch aufgrund des Buchstabens, weil er wohl eigentlich eben mit BO anfing. Nun war der Name etwas für Russen vielleicht auch nicht so ohne weiteres zu verstehen, weil es nämlich von Bohlen hieß. Und aus einem Brief, den ich da noch gefunden habe, geht hervor, dass er eben nicht bei B kam, sondern bei V. Aber trotzdem, wir in irgendeiner Form benachrichtigt waren und da hieß es, heute müsste er dabei sein bei dem und dem Transport. Und ich meine, wenn ich sage dem und dem, es gab Tage, an denen kamen die Transporte grundsätzlich abends. Da gibt es auch authentische Berichte, auch betroffen machende Berichte noch für mich heute, wie man dann als Nichtsahnender abends saß an einer bestimmten Ecke und genau wusste, von wo die Autobusse kommen würden, in die Heimkehrer geladen wurden an dem Grenzort Herleshausen. Es gibt auch Werleshausen, aber dies ist Herleshausen. Und dann hatte eben meine Mutter gesagt, du pass mal auf, der Sohn so, der Bruder von Tante Waltraud kommt heute, sag dem doch mal guten Tag. Und ich war nun zufällig mit anderen aus meiner Klasse oder ob wir wirklich klassenweise oder immer nur 10 aus einer Klasse, das kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren. Und ich habe also zu Hause Spirenzchen gemacht und habe gesagt, du, den kenne ich doch gar nicht und was soll ich denn da machen und das macht doch nichts und du kannst doch sagen, dass du dich noch an Tante Waltraud erinnerst oder das wirst du doch wohl hinkriegen. Und ich habe es dann eigentlich so meiner Mutter zuliebe gemacht und gedacht, na gut, wenn Mutter das jetzt so gerne möchte, dann traust du dich das mal. Und dann habe ich mich durchgefragt und zwar abends natürlich nicht, da war es ja auch dunkel, das war im Oktober und die Transporte kamen wirklich so an, dass es stockefinster war. Und die Busse aufgrund ihrer Scheinwerfer und der interessanten Lage vom Lager Friedland, die mussten dann auf einer ganz bestimmten Straße so fahren, dass plötzlich dann auch der Berg, an dem heute das wunderschöne, eindrucksvolle Denkmal steht, plötzlich ganz erleuchtet war. Und da hätte man, das waren ja dann doch in so einem Transport zwischen 500 und 800 Menschen, die da kamen, und das waren ja nun doch fast alles auch Männer, da hätte man das gar nicht geschafft. Also habe ich das am nächsten Morgen wieder bei einem Einsatz, als ich nur sicher war, dass er wohl angekommen sein müsste, da habe ich mich durchgefragt im Lager, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer mir dann gesagt hat, gehen Sie doch mal da und dahin. Sicher jemand da von der Verwaltung. Und dann habe ich wohl plötzlich vor ihm gestanden und dann habe ich gesagt, ich bin die und die und so ungefähr soll ich Sie auch schön grüßen von meiner Mutter und die ist doch befreundet mit ihrer Schwester und ja, das war es dann im Grunde. Und mehr fiel mir dann im Moment, wie ich meine, auch nicht ein. Es hat sich danach da eine für mich auch ganz herzliche Freundschaft insofern entwickelt, als er, nachdem er war länger als die anderen inhaftiert. Ich habe es gestern noch mal nachgelesen. Er ist schon vor Kriegsende und zwar von Rumänien aus, auch aufgrund seines in Deutschland eine Rolle spielenden Namens,
inhaftiert worden und hat auch erst in Moskau lange im Gefängnis gesessen, bevor er dann in einem russischen Lager wohl Bauarbeiten tun musste. Sie haben sich ja später nochmal getroffen, ja. Hat er Ihnen gesagt, ja. Was es für ihn bedeutete, persönlich begrüßt zu werden in diesem Lager? Ja, er hat dann später zu meiner Mutter wohl gesagt, nicht zu mir. Ich wäre also dann nach 11 Jahren oder so die erste junge deutsche Frau gewesen, die ihn begrüßt hätte. Aber ohne Pathos, ohne weiteres Geplänkel. Nur hatte ich doch das Gefühl, das muss doch bei ihm irgendetwas bewirkt haben. Jedenfalls habe ich von ihm ein sehr schönes Geschenk bekommen. Und da ist sein Heimkehrdatum reingraviert. Kein Name und nichts, nur das Datum. Also das hat mich schon sehr betroffen gemacht. Und wenn ich nur weiß, dass jemand Hölderlin im Lager hat, dann erklärt sich mir auch, dass er mir zu diesem eingravierten Geschenk noch ein sehr hübsches kleines Bändchen mittelalterliche Lyrik geschenkt hat. Das ist ja nun nicht unbedingt ein Geschenk, was man so mal eben weitergibt. Nicht? Aber auch ohne Widmung und ganz unpathetisch und absolut normal. Gut, ich habe also wirklich 3 Sätze wohl gesagt.